Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Egonson. Kann sich nicht entscheiden, wie er die nächste Runde beendet. Wir haben so viele Optionen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Gegner. Die wenigsten davon können wir töten. Das Imitationsgerät muss hier hoch, falls dieses seltsame Mega-Alien sich dafür entscheidet, uns hier anzugreifen, dann sollst du es doch bitte mit dem Imitationsgerät machen. Damit ist das schon mal sichergestellt und deine Runde ist vorbei. Und das ist okay. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4. Viermal die Möglichkeit, hier loszulegen. Liebesoldat für 68 ist natürlich viel zu wenig. 104 bis 5 für den Psi-Zombie. Deine Waffe ist einfach zu viel zu schlecht. Almost awesome. Deine Waffe ist gut. Du kannst mit einem Schwerthieb den Psi-Zombie auf jeden Fall töten. Und wärst hier auf Nummer sicher. Du kannst aber auch den 99% der Elite-Soldaten, 400%, du kannst alle drei töten. Fury. Du kannst 100% ihn töten. Das sollte doch genügen. Oh, mach Volt. Ja, ja, ja. Dieses Zeichen überdauert deinen. 5 von 5. Schade, dass es nicht noch mehr geworden ist, aber nun gut. Nachladen. Bereit für den Angriff. Ich überlege, ob wir nicht hier weg wollen und lieber uns hier hinstellen. Eine super schöne Deckung. Sicher ist sicher. Und die Claymore, müssen wir mal gucken. Die Fernzündung hier ist nicht gut. Die auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Okay. Einfach nur in Feuerschutz gehen. Meine Wache beginnt. Dann, wie gesagt, wollen wir hier unbedingt weg. Unbedingt nicht, aber wir nehmen das hier mit, weil wir einfach als Almost Awesome vorne mit dabei kämpfen wollen. Und jetzt haben wir noch 89% auf ihn. 89% nehme ich in Kauf, wenn wir verlieren und gewinnen. Okay, jetzt ist nur noch das Kugel-Alien da oben am Start. Mal gucken, was es macht. Ich hoffe, es geht aufs Imitationsgerät. Ein Schaden. Aber immerhin zwei Rüstung zerschreddert. Ich komme nicht durch die Rüstung. Und es hat das Imitationsgerät angegriffen, wenn ich das richtig sehe. Wie wär's mit einer Claymore? Immer. Aber so, dass wir hier unten idealerweise nicht getroffen werden. Fällt es denn dann runter? Schauen wir mal. Ne, es schwebt weiter. Ja klar, es ist ja ein Schwebe-Alien. Ohne Kugeln kann ich nicht jagen. Wir laden nach. Schiebrei. Fury, Fireball, das Fireball sieht ihn gar nicht, 45%. Ah, er muss nachladen. Also 63% hier erst gut. Gönn dir, sehr schön. So, jetzt heißt es, für jeden erstmal nachladen. Können wir noch jemanden verarzten? Hat jemand Schmerzen? Also dann wollen wir unseren Trupp näher zusammenbringen. Das heißt für Alan auch weiter vor. Wir gehen hier hoch. Einfach um zu sehen, ob sich da jemand verbirgt. Was eigentlich auch eine blöde Idee ist, weil wenn sich da noch jemand verbirgt, dann wollen wir ja nicht ihn jetzt. Bewache dieses Gebiet. Fireball geht aber auch in Feuerschutz. Man weiß ja nie. Nachladen, das ist klar. Aber das ist schon mal ganz gut. Wir haben ein neues Super-Alien getötet. Wir haben ein anderes Super-Alien getötet. Wir sind einfach die Super-Alien-Töter.
Da wir hier nichts anderes machen können, als Fremdschirr sind immer wachsam. Wollen wir das X4 platzieren? Ich weiß es nicht. Wir warten mal noch ab. Öffnen alle Türen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch hier jemand ist. Hä? Ich dachte, hier wäre auf. Nicht? Okay. Hier kein Risiko ein. Nimm alle zwei der Welt. Endlich. Und hier in die volle Deckung. Gucken um alle Ecken. Bestätigt. Überwachung läuft. Und bleiben wir im Feuerschutz. Das heißt, wir holen Alan weiter vor. Position bestätigt. Und bleiben im Feuerschutz. Wir gucken den Kopf noch nicht. Jetzt drücken wir den Knopf. Manus 1-5, Status bestätigt. X-4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Ja, das sieht doch gut aus. Bringen wir alle in dieser Runde dorthin. Wer hat davon ausgegangen, dass auf jeden Fall noch Verstärkung kommen? Ja, passt genau. Brauche Deckung. Der Marsch. Es ist weit, aber ich kann es schaffen. Sehr gut. Dann haben wir alle zusammen. 3-3. Nicht wie weg. Ich verlasse das Schlachtfeld fürs Erste. Ich bin als Nächster dran. Gehen wir. We did it. Ich hätte gedacht, dass es länger dauert. Manus 1-5. Ich glaube, jetzt machen wir wieder eine... Da haben wir keinen Schaden genommen, oder? Ah doch, 2500 Soldaten. Aber immerhin, ausgezeichnet. Wir haben das Avatar-Projekt zurückgeworfen. Wir haben einen der genmodifizierten Aliens. Da habe ich nicht ganz getötet, aber da ist nicht mehr viel zu machen. Ich meine, dass wir da so viel Schaden gemacht haben, dass wenn wir jetzt mit diese Spezialaktion gehen. Advent versichern, dass unsere Friedenshüter alles Notwendige tun, um weitere Angriffe durch kriminelle Elemente zu verhindern. Gut. Die Ältesten haben vollstes Vertrauen, dass wir jegliche Bedrohung für unseren Frieden abwenden können. Gustav Ursacher Schaden. Almost awesome. Und Trefferquote 100%. Das schmeckt. Es freut mich, dass unsere Kooperation mit den Widerstandsfraktionen so gut und läuft, wir haben zwei Verwundete. Ihre Soldaten scheinen mir eine und große Hilfe zu sein. Fury wird befördert. Noch weiter befördert. Heieiei. Pulswelle. Reißen erzeugt eine Welle von psionischer Energie in Richtung des Angriffs. Der Schaden erhöht sich mit der Fokusstufe. Positionstausch. Tausche Position mit einem Truppenmitglied. Ah ja. Klingensturm. Kostenlose Angriffe mit der Waffe Splitter auf alle Feinde, die im Nahkampfbereich kommen oder im Nahkampf angreifen. Das ist auch nicht verkehrt, aber diese Pulswelle, die nehme ich mal mit. Und Klingensturm nehmen wir auch mit. Cool. Dann fortschrittliches Zielfernrohr und Advent-Datenpad nehmen wir mit. Ihr Team hat bei der Zerstörung der Alien-Einrichtung aber ganze Fortschritt Arbeit um 3 reduziert. Ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt wurden durch Ihr Eingreifen zweifellos verlangsamt. 3? Dann gehen wir gleich ins nächste. Alien-Legierungen, nicht jetzt. Das sind schon viele Alien-Legierungen, sagen wir erstmal da hingehen. Okay. Wir können noch einen Kontakt knüpfen, noch einen Kontakt herstellen. Ich glaube, dafür werden wir dann eben auch entweder ja eigentlich hier nach Neu-Indonesien gehen. Da kriegen wir ordentlich Geld für. Und
Können dann auch eine Alien-Einrichtung besuchen. Das können wir ja auch, klar. Zwei sogar. Osamaika dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Wir können aber auch ein Funkrelais bauen, um die, den Bonus für die mentale Stärke zu bekommen. Den ist aber erst irgendwie blöd hin. Wir schnappen uns erstmal Rohstoffe. Hoffen, dass wir nicht von dem UFO geschnappt werden. Das verkehrt hier ja immer öfter. Die hier können wir immer gebrauchen. Für allerlei unsere Bauprojekte. Oh, und schon ein neuer Guerilla-Einsatz. Sehr schwer. Informationen brauchen wir nicht. Erhöht alle Informationskosten um 100% verhindern. Nee, brauchen wir nicht. Dann Ingenieur brauchen wir auch nicht. Haben wir eigentlich genug? Ja, doch, einen können wir noch gebrauchen jetzt. 2-8-Vorräte brauchen wir nicht. Sehr schwer, haben wir auch keine Lust. Da gehen wir lieber. Der Schwarzmarkt ist ja, glaube ich, 6 Wochen lang geschlossen. Ist uns egal. Aber das ist nur schwer. Codex, Elite-Purifikator, schwerer Mech. Elite-Lanzenträger, Sektpot. Oh, warum immer? Elite-Schildträger, Elite-Soldat. Das können wir machen. Lagebüsch, starke Sprengkörper. Diese Kampfzone hat eine hohe Dichte an Sprengstoffen. Das ist vorsichtig geboten. Sprengstoffe, das macht Mexiko. Spaß. Dann nehmen wir unsere Granaten mit. Unsere Raketenwerfer. Oh, da ist UFO. Aber alles gut. In dem Gebiet finden sich chemische Spuren, die auf eine Mischung hochexplosiver Komponenten hindeuten. Wenn wir nicht aufpassen, könnte alles in Flammen aufgehen. Wäre das schlimm, wenn alles in Flammen aufgeht? Ich glaube nicht. Ich habe Bluescreen geschossen für alle. Scharfschützen. Wir können nicht mit 4 Scharfschützen da reingehen. Das werden wir ändern. Huch. So. Alan, nehmen wir mit, das ist klar. Thomas raus, Thomas Ranger ist dabei. Fury ist zwar müde, aber unentbehrlich für die Mission. Geomongo geht diesmal als zweiter Scharfschütze mit. Ist idealerweise mit Lena Wolf, die aber verwundet ist am Start. Dann brauchen wir noch Grenadiere. Noch mehr Grenadiere? Ja, ja, ja. Immer. Noch eine Dentgranate und Medikit? Ja, komm. Achso, Bluescreen-Geschosse. Da hatten wir doch eben noch eine Scharfschützin. Wer war das? Helen? Ja. Du gibst die ab. Und dafür bekommt Kelvin. Das. Während wir auf jeden Fall noch einen Spezialisten brauchen. Und das ist Holly. Holly hat ein Imitationsgerät und ein Medikit. Dann ein Scharfschütze, 2 Scharfschützen. Mongo und Alan. Ranger Awesome. Okay, 2 Flashbang. Ja, das gehen wir hin, oder? Cool. Ich wüsste nicht, was da schief gehen könnte, wenn es heißt, hier kann alles im Flammen aufgehen. Schnell rein, schnell raus. Der Einsatz dauert maximal 10 Minuten, sage ich euch. Einsatz starten. Kann nichts schief gehen. Das ist immer safe. No problemo. Hat ein Problem. Niente Probleme. So nenne ich Mr. Worldwide. Das Advent-Einheiten von einem der Züge in dieser Region aus das Gebiet überwacht haben. In Tijuana. Das Fernzugriff-Terminal, mit dem sie auf ihr Netzwerk zugreifen, ist gerade ungeschützt. Hier geht es um Daten, die für das jüngste Alien-Projekt entscheidend sind. Also gehen wir rein, um den Zugangspunkt zu sichern. Schalten Sie jeglichen Widerstand aus und sichern Sie den Zug. Das ist eine Chance, Sie aufzuhalten. Wir sind auf der Hochstraße unterwegs. Menace 154 Avenger, der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Vorsicht, Commander. Dieses Gebiet ist voller äußerst unbeständiger Materialien. Wir müssen darauf achten, unsere Truppen von möglichen Explosionsquellen fernzuhalten. Wir sind die Explosionen. Schade eigentlich, ich hätte gerne ein paar Fernzündungen verursacht. Aber... Wieso kommen wir hier nicht hin? Ah, weil das okay. Mhm.
Dann gehöre ich erstmal hier rüber und schau, ob wir auf Feinde treffen. Dem ist nicht so. Treffen wir hier auf Feinde. Dann bleiben wir doch hier. Wir bleiben hier oben. Hier oben gefällt es uns. Hier noch. Und. Ah, Netzwerkabschaltung. 9 Runden. Okay, okay, okay. Wir dürfen jetzt nicht allzu viel hummeln. Ja, deswegen gehen wir dann. Doch vor. Zumindest hierhin, hier Trigger. Doch, Heading to that location. Orders confirmed on the move. Alan wird den Teufel tun, hier weiter. Übernehmen. Bleibt hier. Hier hört die Straße auch schon auf. Nun gut. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall hier mit. Eine Runde nur nach vorne. Das ist doch nicht verkehrt. Und nicht entdeckt worden. Hier sind die Ersten. Da kann man nichts machen. Vor allem, wenn der hier hochkommt. Hudix und Mac. Angst vor Mac. Sind schon unterstanden. Jawohl, ja. Wäre auch super seltsam, wenn ich... Aber wir müssen nicht mal in die Krankenstation bringen, damit das aufhört. Aber hier oben haben wir doch gute Ausgangslage, das hier zu rocken. Lass mich überlegen. Wer hat die Blue Screen geschossen? Du hast die Blue Screen geschossen. Das heißt, du willst auch den Mac treffen. Bis 77%. Und kannst das auch. Du hast hier oben eigentlich eine gute Ausgangsposition. Reißen. Ist das eine Möglichkeit für den Codex vielleicht? Nicht, um ihn zu töten. Mhm. Dann. Schwerthieb. Auch nicht für den Codex. Aber ihr beiden würdet das machen. Okay, dann gib mir mal 77% auf den schweren Mech. Gut. Das heißt, mit einem weiteren Schuss müssten wir ihn... Ja, für 6. Mit dem 6er Schuss müssten wir ihn töten können. Das Gauss-Gewehr reicht hierfür erstmal nicht. Wir wollten mit dem Plasma-Gewehr hier das machen. Habe ich gerade beschlossen. Für 100% Multiplikator bringt nicht viel. 8 bis 10, ja. Dann ist der Mac weg. Und damit die größte Gefahr für unsere zusammengekuddelte, gehuddelte Truppgröße hier. Jetzt haben wir den Sensemann. Betäubungsangriff bringt auch alles nichts. Volt geht immer, ne? Verbraucht einen Fokus. Nehmen wir mit. 6 bis 9. 8, sehr schön. Er wird klonen. Für 2x2. Das heißt nämlich, dass Geomongo, hat er schnelle, blitzschnelle Hände? Ja, soll der eigentlich haben. Hier beide treffen kann, hoffe ich doch. Oder eine Konfrontation vor eurem Pistole auf jeden zu sparen Feind. Das sind alle drei. Einer mit. Ja, oh, kritisch, sehr nice. Streift den Tod und daneben. Schade. Aber Egonson kann hier nochmal helfen. Schon unterwegs. Quatsch, L. Wir nehmen blitzschnelle Hände. 92% für den Codex. Und noch für 100% auf den Elite-Bonifikator. Diese Rüstung ist stark. Zu guter Letzt müssen wir hier treffen. Sonst hat der Elite-Bonifikator ein leichtes Spiel. Aber 100% reicht mir. Jetzt sind wir schön hier aufgereiht. Zum Glück ist da kein Gegner da, der uns
so sieht. Das bedeutet aber auch, wir sollten jetzt in der Lage sein, hier runter zu gehen und hier gut Weg zu machen, hoffe ich doch mal. Checken wir mal. Soweit so gut. Wir bleiben im Feuerschutz. Scharfschützen gehen auf jeden Fall hier rüber. Die Nahkampfeinheiten gehen hier rüber. Das macht Sinn. Das macht Sinn, finde ich auch. Aber nicht zu weit vor. Ein bisschen Feuerschutz kann nicht schaden. Chaosgewehr. Und dasselbe gilt hierfür. Jetzt hoffen wir nur, dass wir mal hier hingehen, jemanden triggern. Das ist nicht der Fall. Und Alan, gib ein Pistolenfeuerschutz. Tippitoppi. Fury ist, glaube ich, ganz gut, um die nächste Runde einzuläuten. Wir bleiben hier oben auf dem Dach. Und treffen wir auf neue Einheiten. Da sind sie, die Sklaven der Ältesten. Die Sklaven der Ältesten. Wieder ein Mac. In Panik, schade. Unsere Soldaten leiden darunter. Awesome. Wir müssen ihnen nach unserer Rückkehr etwas Erholung gönnen. Aber auch widerstanden. Jetzt Panik oder nicht? Anscheinend mal zwei. Da wärst du mal voll ausgestattet mit Grüßbogen geschossen. Naja. Und ein Turret. Ein Geschützturm. Aber wenn wir uns hier zurückziehen, dann haben die, glaube ich, keinerlei Chance, irgendwas zu machen. Wir können eine Blendgranate werfen, die alle trifft, oder nicht? Ja. Das ist safe. Egal, wie wir hier weiter treffen. Ah, trifft nur die beiden, nicht den Mac. Okay. Wir feuern auf den schweren Mac, weil der Turret kann sich nicht bewegen und keine Granaten werfen. Hackverteidigung. Wir haben gar niemanden mehr, der hacken kann, ne? Kommen wir mal wieder ein. 11 bis 13, tipptopp. Und 100%. Darfst du noch mal? Ja, musst aber nachladen. Dann mach das doch. Dann kannst du in der nächsten Runde direkt wieder eingreifen. Und das wäre ja nicht möglich gewesen, wenn du nicht den Tod von oben jetzt gehabt hättest. Er ist total verwirrt. Dann lassen wir ihn doch in den Feuerschutz laufen, würde ich behaupten wollen. Und es sind auch nur noch ihr beide. Macht es Sinn, wenn du dich hier positionierst? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das war keine erhöhte Position mehr. Aber bist näher am Geschehen dran. 37%. Ja, das ist allzu geil, aber machen wir es so, sollen die sich bewegen. Desorientiert, wie sie sind, können sie ja eh nichts machen. Sprengen hin und her. Feuerschutz. Feuerschutz? Da hinten kommt ein Megamec, so wie ich das höre. Das hört sich nach Klammer. Ja. Sehr gut. Gut, gut. Wir haben noch ein Imitationsgerät dabei, das können wir gut gebrauchen. Oh, hier oben. 5 Schaden. Verwundet. Oh, die gehen wir nicht mit. Okay. Truppe geht verletzt. In Panik. Meine Macht! Das kann nicht sein! Und wir rennen natürlich in den Feuerschuss. Aber schießt zum Glück daneben. Aber damit haben wir seinen Feuerschuss getriggert. Krieger, der da psychisch nicht ganz so stark ist. Zu der Weißseite. In Panik, in Panik. Dabei ist halt noch nichts passiert, ne? Ist er echt nur. Was ist nur? Also, es ist. Was ist denn bisher passiert? Nichts. Purifikator ist egal. Lanzenträger nicht ganz so, aber der Sektor Brot hat einfach meiner Meinung nach immer
Priorität. Hier eine Granate rein. Das wird mich freuen. Das wird mich richtig freuen. Vor allem, bevor wir schießen, da gibt es vier Schaden. Und kritisch dazu, sehr gut. Können wir mit der Splittergranate hier rüberkommen? Nein. Können wir. Wir können aber auch nicht. Gar keine Fortbewegungspunkte hier hoch. Da war keine Deckung. Wir können hier in volle Deckung und dann vielleicht hier drüben den das Imitationsgerät werfen. Das wäre ein Ding. Da ist es auch einigermaßen geschützt. Oder man es hier direkt in Schutz, ne? Naja, sonst ist es schon ein bisschen wie irre. Hier ist es näher an den anderen dran. Hier ist es näher an den Gegnern dran. Nochmal, dass wir uns da jetzt noch gut kaufen können. Wir können nochmal schießen. Nehme ich gerne mit. Aber zuvor würde ich halt schon richtig gern dort eine Granate reinfeuern. Ist die Frage, ob wir überhaupt so weit kommen. Das glaube ich nämlich nicht. Mit einer Splittergranate. Was wir machen können, ist hier rüber gehen und dann in der nächsten Runde eins vor. Auch nichts gemacht. Ne? 37% auf ihn, um ihn zu töten. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir haben noch eins, zwei. Nur die beiden. Wenn wir diese Splittergranate, wie weit kann er die denn werfen? Wenn wir diese Splittergranate wirklich ihm vor den Latz knallen könnten. Was halt hier nicht der Fall ist. Wenn wir hier hingehen, dann haben wir auch nichts gewonnen. Dann stehen wir da zusammen. Das ist ein gutes Ziel für den Sektor Koten wahrscheinlich. Das machen wir nicht. Und von hier aus haben wir auch nichts gewonnen. Das sind ja zwei Schritte. Deshalb würde ich sagen, wie weit können wir die Blendgranate abfeuern? Wir können die beiden nochmal desorientieren. Habe ich gerade gesehen. Das ging doch gerade noch. Schauen wir mal hier. Also Insektopoden wird es nicht treffen. Vielleicht haben wir ja einen kritischen Schaden. Gucken wir mal. Jetzt haben wir noch 6 Trefferpunkte. Würden wir die von hier haben? Nee. Ist er hier in voller Deckung? Ja. Und hier aber noch eine halbe Deckung. 38%. Ich würde in Feuerschutz gehen. In der Hoffnung, dass das Exekutiv sich bewegt. Aber das tut er nicht. Haben, den Purifikator. Wo will er jetzt hin? Ah, ja, gut, auf Simulationsbild. Rennt, aber halb so schlimm. Da kann er auch nicht so viel Schaden machen. 10. Und jetzt gilt es eigentlich auch für den Sektopoden da drauf zu gehen. Mach das mal. Immun. Sau. Beste Entscheidung, wie sie mit dem Schutz geht. Das hätte man jetzt echt ein Problem gehabt. Aber so sollten wir alle Feindlichen töten können. Auch wenn sie jetzt alle Schilde haben. Und neue kommen? Waren die ganze Zeit schon da? Ich glaube nicht. Schießen, der darf nicht schießen. Panik entfernt. Neisenstein, Panning entfernt, auch Doppelneisenstein. Wir können hier nicht mehr schießen, wir müssen nachladen. Schade drum. Aber jetzt können wir ja wahrscheinlich mit der. Wo ist der Sektorboot? Warum muss ich hier Heckverteidigung verringern?
Warum kannst du schießen? Achso, du hast keine Punkte mehr. Hier haben wir auch keinerlei. Granaten würde ich halt richtig reinhauen. Gaussgewehr würde auch klappen. Reißen auch. Jetzt aber Granate. Guck doch mal, wie weit du werfen kannst. Die beiden sind dann ohne Deckung. Das wäre schon mal gut. Wir haben, wir wissen, dass wir hier doch unseren Schildlanzenträger haben. 3 bis 4 Schaden. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt hier. Na? Guck mal, du hast 8 bis 10. Aber auch nur auf ihn so ein bisschen Schutz. Okay. Dann haben wir unser Gaussgewehr für 100, das ist viel zu viel wert, als dass wir da was anderes machen. Wir werfen hier eine Granate rein, schießen, schalten mit ihm einen aus. Dann ist die Frage, ob man mit... Wenn wir den Sektopoden ausschalten, dann explodiert der, glaube ich, richtig hart. Da wollen wir nicht in der Nähe sein. Sehen wir von hier jemanden? Ja. Von hier nicht, aber von hier. 100 Aliens. Aber der ist so weit weg. Ich glaube, da können wir ein Spielchen machen. 72. Doch, das reicht. Das ist doch gut. Dann kannst du dich hier nicht machen. Gut, dass wir nicht neben dran gestanden sind. Kannst du. Ja, genau. Er ist es nämlich hier zu sehen. Kannst du reisen gehen? Ihn. Halb. Ne? Nicht allzu geil. Aber du musst auf jeden Fall weg. Aber wenn du nicht tötest, ist auch ein Problem. Wir können aber die Kanadier hier ohne uns zu bewegen reinhämmern. Dafür laden wir erst nach. Splittergranate schlonzt. Desorientiert. Das war keine Splittergranate. Das war eine Blendgranate. Kann man auch mal machen. Jetzt sind sie halt nur noch in Deckung. 100% auf einen Elite-Lanzenträger. Ja, was Besseres kann es hier nicht passieren. Kritisch. Ja, wie gut ist das denn? Das ist ja besser, als ich gedacht habe. Pistolenfeuerschutz. Ja, jetzt einen von den beiden reißen wäre natürlich nice, aber können wir nicht. Pistolenfeuerschutz. Holly, 54. Kann heilen. Wen denn? Fury. Mach das mal. Bisschen voller Deckung. Kannst heilen. Können dir. Gerade im Blick darauf, dass du ja jetzt auch gleich angreifen wirst. Kannst auch noch schießen. 50%, 8 bis 10, nehmen wir mit. Trifft auch, sehr schön. Reicht das jetzt fürs Reißen vielleicht? Nee. Aber du kannst... Kannst du da? Ich hoffe mal nicht. Und wir parieren. Ich hoffe, das ist nicht alles frei. Aha, Klingensturm. Habe ich doch mal im Kopf gehabt, dass er da... Ist er jetzt immer noch ein Parieren? Ich glaube nicht. Doch, pariert und schießt zurück. Meine Deckung hält nicht mehr lange. Und jetzt hat er gar nicht so eine gute Position. Also klar, kann er ihn flankieren. Aber er ist jetzt nicht flankiert oder so. Eine Turret habe ich nicht gedacht. 6 Schaden. Aber er kann ja noch einen Stasis geben. Feuer nicht eindämmen. Manus 1.5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Oh, habe ich mir gar nicht mit dran gedacht. Das Netzwerk. Yes, yes, ja. 97%. 9 bis 11. Das reicht trotzdem nicht. Ja gut, irgendwie müssen wir ja immer ausschalten.
vergiftet. In der nächsten Runde soll er dann sterben. Das ist gut. Bluescreen-Geschoss auf das Turret. Nur noch einen einzigen Punkt. Wir müssen hier vor. 72% auf das Turret. Nice. Taken care of. Jetzt gilt es, die anderen zu töten. 97 und nur noch ein Schuss in der Einschussmunition. Schild entfernt, schon mal gut. Panzerung getroffen. Du kannst hier drüben reißen, aber ich glaube, das Auto explodiert auch gleich. Kann das sein? Da willst du eigentlich nicht in der Nähe stehen. Das für 64 hier angreifen, aber das Ding ist, dass er ja eh sterben wird. Hoffe ich doch mal. Und er hat noch ordentlich. Ha, ich möchte dich halt nicht bei der Autoexplosion verlieren, weil das hört sich schon so an, als ob da was rennen würde. Was wir machen können, ist hier reingehen. In der Hoffnung, dass er uns nicht angreift. Und wir haben nur noch euch beide. Mhm. Dann schau doch mal, was du von hier aus machen kannst. Willst du jetzt dahin oder nicht? Ja. Vielleicht gelingt es uns ja, eine Splittergranate dorthin zu setzen. Ja. Ich würde hier echt liebend gerne in eine richtig gute Deckung gehen. Und die ist hier. Dann können wir in der nächsten Runde. Ich beeile mich. Und so viel Zeit haben wir ja noch. Den Knopf. Das Ziel erwartet uns. Nerkblitzer-Tool! Commander haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Ja, ja, ja. Er ist tot, wie gesagt, vergiftet. Okay, Auto ist nicht explodiert. Schade. 6 Schaden. Aber naja. Doch, Auto explodiert schon. Und erstmal da nicht rumstehen. Wir gehen noch auf Nummer sicher und werden mit dem Blinkensturm den Rest seiner Lebenspunkte nehmen. Warum musst du aushauen? Mit der Pulsklinge. Immer mit. Und die feindlichen Ziele. Doch, jetzt sind sie alle neutralisiert. Okay, gut. Dann war's das jetzt. Wir drücken den Knopf. Workstation hacken. Gucken wir mal noch. Einen Bonus mitnehmen. Und dann war das auch eine erfolgreiche Mission. 13% für Kontaktkostenreduzierung 50%. Einnahme aus der aktuellen Region 25% erhöht. 13%. Die besten Hacker der Welt. Aber leider reicht es nicht ganz. Nichtsdestotrotz müssen wir ins Netzwerk eingedrungen. Haben ein Virus hochgeladen. Das Netzwerk ist angreifbar. Minus 1-5, Status und bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Minus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. 2 verwundete Soldaten. Zum Schluss nochmal 6 Trefferpunkte kassieren müssen. Aber alles halb so schlimm. Wir haben gegen Sektor Boden gekämpft, gewonnen. Und eine Handvoll anderer Einheiten. Gegen jene, die unsere Werte für die der alten Welt untergraben wollen. Dieser Ehrung folgte eine Schweigeminute für die von XCOM ermordeten Friedenshüter. Geomongo hat am meisten Schaden verursacht. Das freut mich. Gibt es eine Förderung, Geomongo? Ruhige Hand, wenn du dich jetzt noch nicht bewegt hast, er ist so plus 10. Das nehmen wir, weil Deckung gehen wir ja eh nie. Und Corporal Use, lass uns mal Übernahmeprotokoll machen. Codexieren ist mit dabei. Commander. Ingenieur haben wir gekriegt. Soldat ist erschüttert. Einen Works-Erholung benötigt. Naomi Gabi. Und das machen wir auch direkt. Wir gehen in die Krankenstation. Schicken da. Was ist denn? Wir haben noch genügend Leute mit negativen Eigenschaften.
Wir können wegen der Energie kein Modul bauen, aber nun gut. Und Kameradschaft verfügbar. Schauen wir uns alles nächstes Mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich darauf, euch nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egonson.